So, wir sind zurück im Dreiländereck. Immer noch hier beim Basler-Dübli. Wir haben vorher einen schönen Eindruck können haben, beziehungsweise einen Blick gemacht, einen Blick in die Vergangenheit eigentlich, in die nostalgische Fahrt vom Basler-Dübli. In dem Sinn, das Schiff, das jeder Basler kennt, jede Baslerin kennt. Jetzt wollen wir aber einen Blick in die Zukunft werfen. 2018 bekommt Basel ein neues Schiff, ein neues Personenschiff. Das möchten wir euch jetzt gerne vorstellen, das zeigen, weil nächstes Jahr wird sicher auch von der Bundeswehr ein ganz großes Highlight sein auf dem neuen Schiff. Ich habe bei mir der Herr Daniel Thierry, Verwaltungsratspräsident von der Basel Personenschifffahrt. Herr Thierry, ein neues Schiff für Sie wie Weihnachten und Ostern zusammen. Ja, ist natürlich etwas wahnsinnig Schönes, oder? Und etwas, was wir zusammen mit der ganzen Firma eine riesige Freude haben darauf, dass das wird stattfinden. Schön. Was ist denn für Sie das Highlight am neuen Schiff, das wir dann nachher noch im Wasser werden sehen? Was gefällt Ihnen besonders an diesem Schiff? Dass das Schiff gross ist, dass es wieder wie ein Schiff aussieht, dass es ein Deck hat mit etwa 350 Platz, also dass man auch grosse Gesellschaften und Gruppen darauf empfangen, das ist alles etwas wahnsinnig Tolles für das Schiff und da freuen wir uns alle drauf. Können Sie uns etwas sagen, wo das Schiff gebaut wird und wie das vielleicht auch auf Basel kommt? Ja, also gebaut wird es nach einer Ausschreibung hat die Firma Oeswag in Linz, Österreich, den Auftrag gewonnen. Die gleiche Werft, die das Schiff hier hinter uns, Basel-Dübli, auch gebaut hat. Dazumal hat man das Basel-Dübli aufeinander schneiden und hier transportieren. Und jetzt, wo der Main-Donau-Kanal offen ist, können die das Schiff, also das neue Schiff, vollständig bauen, ins Wasser tun. Und via Donau, Main-Donau-Kanal und Rhein kommt dann das auf Basel irgendwann im Februar, März von nächstes Jahr. Okay, dann kann man sagen, nächsten Sommer ist das Schiff da, wird sicher eine Taufe geben und ein schönes Fest. Nächstes Jahr, Bundesfeier, sind Sie auch auf dem schönen Dach oben? Ja, ich glaube, das werde ich mir nicht lohnt gehen und nächstes Jahr auf diesem neuen Schiff können dabei sein. Gut, dann werfen wir noch einen Blick, wie das Schiff aussieht. Wir haben, sage ich mal in Anführungs- und Schlusszeichen, einen Verrückten gefunden, wo uns das neue Schiff gebaut hat als Modell. Das ist jetzt hier im Hafenbecken 1 im Wasser. Auch für den Theo Muro, der das Schiff gebaut hat, ein grosser Moment, weil hier jetzt auf dem Rhein ist das erste Mal, wo das Schiff im Wasser ist. Also eine grosse Spannung und wir wollen jetzt hier einfach mal kurz einen Augenblick zuschauen. Das Schiff wird das grösste Schiff sein von der Basler Personenschifffahrt. Wird ein Fassungsvermögen haben von 600 Personen. Davon 250 auf dem Oberdeck, wo man wirklich also ein wahnsinns Panorama wird haben. Wird wirklich schöne Rundumsicht auf die Stadt haben. Im Bankettsaal innen werden etwa 350 Leute Platz haben. So dass wirklich Gesellschaften bis 600 Personen eigentlich auf dem Schiff können sein. Vieren. Es ist ein Schiff, das sich sehr gut wird eignen für Events, aber wird selbstverständlich auch auf den Kursfahrten im Einsatz sein. Also das Schiff wird auch auf Rheinfelden fahren, Schleusenfahrten und ja, viel Freude bieten, hoffentlich. Der Name, der Projektname vom Schiff im Moment ist unser Schiff. Finden auch Informationen auf der Webseite unserschiff.ch und der Name vom Schiff selber, da werden wir natürlich erst an der Taufe verraten. Wird aber so sein, dass die Basler Bevölkerung und alle Interessierten hier auch wörtlich können mitreden. Also lasst euch hier noch überraschen. Ich werde dann noch im Theo Muhr ein paar Fragen stellen nachher. Er ist jetzt hier konzentriert, dass das gut läuft mit dem Schiff. Und sobald es dann draussen hat, machen wir noch eine kleine Fragerunde mit dem Theo, dass er uns kann sagen kann, wie man so ein Schiff als Modell baut. Das ist 1:40 der Maßstab. Also das Modell ist 1,75 Meter gross. Das richtige Schiff wird dann knapp 70 Meter lang sein und 11,40 Meter breit, sodass es gerade wieder Platz hat, um in die Schleuse reinzukommen.
Ja, ist gut. So, jetzt wird der Theo mit unserem René Schiffsmodell rausnehmen. Das ist ein bisschen eine Herausforderung. Wenn ihr auch Fragen habt zum neuen Schiff oder auch sonst zu dem Tag heute, wo wir hier live unterwegs sind, dann schreibt uns, kommentiert das und dann werden wir eure Fragen entsprechend beantworten. Ja, Theo, merci vielmals für die Vorführung. 1200 Stunden hast du an diesem Modell geschafft. 1400 sind es jetzt mittlerweile. Sind in dem Fall schon 200 dazugekommen. Es wird noch etwas abgeändert. Eben, den Rumpf muss man noch anders spritzen, weil unten will man Anthrazit. Und die blauen Striche oben drauf, die sollten dann auch Anthrazit sein. Und einfach ein paar Stühle, Bänke, Tische. Da haben wir einfach noch nichts, wie es aussehen sollte. Also es ist fast schon so, dass uns der Theo eigentlich kann sagen, wie das Schiff nachher soll aussehen soll. Er hat es fast ein bisschen in der Hand. Kannst du vielleicht noch etwas dazu sagen, wie man dazu kommt, so ein Schiff bauen? Oder was auch die Beruf war? Braucht alles extrem viel Fingerspitzengefühl. Kannst du vielleicht noch dazu etwas sagen? Gelehrt habe ich Uhrenmacher. Und ich habe einfach schon von klein auf immer ein Modell bauen. Ich hatte nachher eine Modelleisenbahn und habe dort alles selber gemacht. Strassenlaternen, Strassen, eigentlich alles selber gemacht. Praktisch nichts gekauft. Und nachher hat mich mal einen Kollegen eingeladen, so zu einem Schiff. Und dann bin ich mal schauen, dann habe ich es mir einfach angetan. Dann bin ich einfach dort dabei. Dann habe ich gedacht, ja, so die Schiffe bauen. Und dann hat es Schiff gegeben, mit ehrlich, am liebsten Schiff mit Detail. Mit einem Haufen Detail drauf. Weil das ist ein Schiff, das nur einfach ein Ding ist und zwei, drei Tischli und fertig, das ist nichts. Das ist für mich kein Schiff. Also ist das auch eine besondere Herausforderung, jetzt das Schiff zu bauen, nur aufgrund der Pläne, nehmen wir mal an? Ja, ich habe natürlich schon von der BLC drei gebaut. Und dort habe ich gerade Rümpfe gefunden, die gepasst haben. Aber bei dem hier war es etwas komplizierter. Hier sind 70 Spanten drin. Der Rumpf ist total aus Holz. Und das sind 70 Spanten, von der Vorderste bis zum Hintersten. Die Vorderen sind nur 12 mm auseinander und die hinteren 10 nur 2,5 cm und die anderen 5 cm. Und das machen, den Rumpf machen, beplanken, nachher schleifen, spachteln, schleifen, spachteln. Da habe ich eigentlich eine ganze Woche lang nur gespachtelt und geschliffen. Für einmal. Und das musste ich 3 Mal machen, damit es nachher dicht ist. Und die Motoren, die da unten sind, da kostet nur einer schon 500 Franken, also 500 Euro. In der Schweiz würden sie 600-700 Steine oder 800 Stutz. Also, und nachher eben, das Ganze ist rein nur aus Holz. Und das ist ein Schiff, das eigentlich noch nicht bestanden hat. Die anderen Schiffe, die der Bieler sieht, da konnte ich Fotos machen, Detailfotos. Aber hier hat es keine gegeben. Das war die größere Herausforderung. Und das hat mich fasziniert. Also man sieht und hört, es ist unglaublich viel Herzblut hier innen.
Wir sind auch unglaublich dankbar, dass der Theo das für uns gemacht hat. Wir müssen wirklich sagen, dass er das in seiner Freizeit gemacht hat. Von dem her wirklich toll für uns, dass wir das neue Schiff schon können zeigen in dieser Form. Wer es live will sehen, 16. 17. September, jetzt muss ich schnell spicken, stimmt, ist Schaulaufen im Eglisee, im Fraueli. Dort wird das Schiff auch im Wasser sein und sicher gute Gelegenheit, dass er mal anschauen kann. In dem Sinn ganz, ganz herzlichen Dank, Theo. Ja. Wir freuen uns, wenn das Schiff dann auch in Echt da ist. Eben, und ich wollte noch sagen, nächstes Jahr an unserem Schaufahren wird das Modell nachher auch getauft. Genau der Name, was Original hat. Gut, und das sagen wir dann erst nach der Taufe, gell? Nach unserer Taufe. Ja. Super, dann schließen wir hier ab für den Moment. Wir werden dann nachher wieder live sein, wenn es dann auch Richtung unsere Schiff geht, wenn dann unsere Schiff auch mal abfahren. Also bleibt dran und bis später. Merci vielmals.